Hallo und herzlich willkommen zum Empowered Life Podcast. Dein Podcast für ein freies, echtes und kraftvolles Leben. Ich bin Heike Dittmers, Mindset- und Empowerment-Coach. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Selbstzweifel und wie du leichter in die Umsetzung kommst. Kürzlich hatte ich eine Mentoring-Gruppe und da ging es um das Thema nicht gut genug sein, also das Gefühl zu haben, ich bin nicht gut genug und deshalb muss ich noch erst was an mir verändern, damit es dann alles passt, damit ich losgehen kann. Und das ist ein total menschliches Gefühl. Jeder hat das und jeder kennt das in verschiedenen unterschiedlichen Gewichtungen. Und diese Form von Selbstzweifel, selbst ja auch Entwertung teilweise, ja, dass wir uns abwerten oder dass wir unsere Fähigkeiten nicht so positiv sehen, wie sie vielleicht andere sehen oder wie sie in Wahrheit wirklich sind. Und diese Form von Selbstzweifeln, die führen häufig dazu, dass wir nicht die Ergebnisse erreichen, die wir uns wirklich wünschen. Selbstzweifel können dabei in allen möglichen Formen auftreten. Das kann sich zum Beispiel auf dem beruflichen Weg zeigen. Soll ich wirklich einen anderen, ne? Soll ich es wirklich machen oder sage ich lieber jein? Also ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Ist es wirklich das Richtige? Wäre es noch besser zu warten? Soll ich mich trennen oder soll ich mich nicht trennen? Ist es die richtige Entscheidung? Selbstzweifel hinterfragen immer die persönliche Kompetenz und die persönlichen Fähigkeiten. Man fragt sich so Fragen wie, komme ich gut bei anderen an? Wirke ich kompetent? Bin ich gut genug? Bin ich attraktiv? Kann ich das überhaupt? Bin ich liebenswert? Und es ist anders, als wenn man jetzt wirklich eine Sache mal überdenkt, ja, also dass man lösungsorientiert denkt, sondern es ist wirklich das Selbst betreffend. Und solche Fragen können immer wieder auftauchen mit Selbstzweifeln. Ich hatte auch kürzlich die Frage bei einer beruflichen Weiterentwicklung, welche Ausbildung soll ich machen, ja, die eine oder die andere. Und wenn du Selbstzweifel hast und merkst, dass sie dich bremsen, dann gibt es drei wichtige Schritte, um dich nicht mehr von dem Selbstzweifel bremsen zu lassen. Und die möchte ich in dieser Folge mit dir teilen. Selbstzweifel sind absolut menschlich. Und ich habe kürzlich eine Meditation von Joe Dispenza gehört, die ungefähr so 5-6 Jahre alt war. Und ich habe mich wirklich gewundert. Ich habe so gedacht, krass, wie der sich entwickelt hat in den letzten Jahren, von der ersten Meditation zu dem, wie er jetzt die Meditation macht. Das ist ein komplett, also es ist, du denkst, das sind komplett andere Dinge. Also beide sind gut und beide haben ihre Relevanz, aber die Qualität hat sich halt total verändert. Und Selbstzweifel führen häufig dazu, dass wir die Dinge nicht umsetzen. Und ich habe mir dann gedacht, was wäre jetzt gewesen, wenn Joe Dispenza Selbstzweifel bekommen hätte und gesagt hätte, oh, die Meditation, ich weiß nicht so richtig, wie ich mir die vorstelle, ist die nicht. Da fehlt noch der Ton oder ne, die Worte sind noch nicht ganz so, wie ich sie gern hätte. Dann würde es jetzt diese Bücher, Meditationen, die Retreats nicht geben. Und das ist erstmal wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch Selbstzweifel hat und dass es absolut normal ist und menschlich. Aber es ist wichtig, wie wir darauf reagieren, also wie du darauf reagierst, ob du dich davon zurückhalten lässt oder ob du es vielleicht sogar gerade als Antrieb nimmst, in die Umsetzung zu kommen. Selbst die wunderbare Maya Angelou hatte Selbstzweifel und es gibt so ein berühmtes Zitat von ihr, wo sie sagt, I've written 11 books, but each time I think, uh-oh,
They're going to find out now. I've run a game on everybody and they're going to find me out. Also, ich habe 11 Bücher geschrieben und jetzt finden sie raus, dass ich eigentlich fake bin. Ja, dass ich, und man weiß ja selbst, dass in Manager-Etagen berühmte Musiker, alle haben diese Gefühle. Wir haben häufig diese Vorstellung, dass der Weg zum Erfolg oder zu den Ergebnissen, die wir uns wünschen, immer allglatt läuft. Aber die Wahrheit ist, der Weg ist voll von Fehlern, von Unvollkommenheiten, von Lernprozessen, von ich fall hin und ich stehe nochmal auf, von total unperfekt zu starten und dann auf dem Weg die wirklichen Fähigkeiten zu erlernen. Und das ist, ich habe neulich eine Statistik gesehen, dass die meisten Menschen, die, und das hat mich wirklich verwundert, die Veränderung wollen, zwischen 50 und 60 sind. Und ich hatte so gedacht, dass das viel jüngere Altersgruppen sind. Aber es ist tatsächlich die Gruppe, die älter ist, die sich Veränderung wünscht und was es aber so schwer macht, je älter wir werden, wirklich in die Veränderung zu gehen, ist unter anderem, dass wir nicht bereit sind, Fehler zu machen, weil wir ja schon in so vielen Dingen so perfekt sind und so viele gute Dinge erreicht haben und dann verlernt haben, hinzufallen, verlernt haben, wieder aufzustehen. Und jedes Baby lernt ja laufen, indem es hinfällt und wieder aufsteht. Hinfällt und wieder aufsteht. Und es macht sich überhaupt keine Gedanken. Es denkt nur, hey, ich will laufen. Ich tue jetzt alles dafür, dass ich laufe. Das denkt ja nicht, oh, ich fall hin, oh Mann, echt jetzt, das klappt jetzt nicht, ich schaffe das nicht. Es ist, die anderen laufen so gut, jetzt lasse ich das lieber. Das wird nie was. Und ich glaube, je älter wir werden, umso größer wird unser Anspruch, dass wir perfekt sind und so weniger Veränderung passiert, weil Veränderung auch immer wieder bedeutet, ich lerne neu zu laufen. Und ich lerne auch, dass es vollkommen okay ist, dass ich total unperfekt starte. Ich sage immer, unperfekt starten ist besser als zu warten. Denn dieser Drang, perfekt zu sein, der häufig in Kombination mit Selbstzweifeln kommt, der kann uns wirklich abhalten. Der sagt, dann ist es wirklich schon genug. Und hier ist es hilfreich, wirklich die Gedanken wahrzunehmen, aber den Glauben an die eigene Selbstwirksamkeit und das Selbstvertrauen mit den möglichen Folgen, mit den möglichen Befürchtungen, die passieren können, umgehen zu können. Meist sind diese Ängste, die unter den Selbstzweifeln liegen, ziemlich alt. Und wir waren tatsächlich in der Vergangenheit, als sich diese Grundmuster an Glaubenskonstrukten gebildet haben, nicht in der Lage, mit den Gefühlen, die damals aufkamen, umzugehen. Und das Unterbewusstsein tut sehr viel im Hier und Jetzt dafür, dass diese alten, unangenehmen Dinge nicht nochmal passieren. Unser Gehirn ist Milliarden von Jahren alt und hat ein Ziel, dass wir sicher sind. Und wenn wir glücklich sein wollen, dann müssen wir das in die Hand nehmen. Dann können wir das nicht dem Autopiloten im Kopf überlassen. Und dazu gehört eben auch die Feststellung oder sich daran zu erinnern, dass du die Kraft hast, die Dinge zu meistern. Die Kraft liegt in dir. Und wenn sie nicht in dir liegen würde, hättest du den Wunsch auch gar nicht. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass unsere Wünsche und unsere Träume dazu da sind, dass wir uns selbst die Flügel, die wir uns irgendwann mal abgelegt haben, wiederholen und wieder uns daran erinnern, wie machtvoll wir sind. Uns an die Version erinnern, die darauf vertraut, dass egal was kommt, ich kann damit umgehen und ich kann es zwar nicht alles kontrollieren, was passiert, aber ich kann das Vertrauen in mich setzen, dass ich damit umgehen kann. Es ist so, dass jede Erfahrung auf dem Weg dich stärker macht
und die Selbstzweifel in den Hintergrund drängt. Es ist komplett okay, unvollkommen zu starten, aber das Wichtigste ist, überhaupt zu starten. Häufig ist es so, wenn wir zum Beispiel in der Kindheit viel kritisiert wurden, dann haben wir automatisch bestimmte Muster geprägt. Und das ist auch völlig natürlich, komplett normal, weil wir in der Zeit, in der sich das Unterbewusstsein und die unterbewussten Überzeugungen geprägt haben, sehr abhängig davon waren, wie unsere Eltern uns sehen. Wir durften auf keinen Fall die Verbindung verlieren. Aber heute ist das Muster nicht mehr nützlich. Wir brauchen nicht von jedem die Liebe und Akzeptanz. Und wir sind vor allen Dingen, also es bedroht vor allen Dingen nicht mehr unser Leben. Weil früher, also als wir aufgewachsen sind, war das für uns eine Lebensbedrohung, wenn wir den Kontakt zu unseren Eltern verloren hätten. Und deshalb sind diese Muster auch manchmal so überzeugend und so von sich selbst überzeugt und so stark. Wir haben täglich zwischen 60.000 und 70.000 Gedanken und man schätzt, dass 98% davon die gleichen sind. Das bedeutet, der innere Kritiker ist in Wirklichkeit eine Gewohnheit, ein erlerntes Gedankenmuster, auf das du Zugriff hast, das du beeinflussen kannst. Und das beginnt damit, die tiefen zugrunde liegenden Überzeugungen zu identifizieren, die eben meist in der Kindheit verwurzelt sind, die dir das Gefühl geben, dass du bestimmte Ergebnisse nicht erreichen kannst. Und der Verstand ist der Wächter von diesen Überzeugungen und der hat immer recht, also der sucht immer Gründe, die diese Muster bestätigen, so lange, bis wir erkennen, welche Muster dahinter stecken. Und diese Autopilotenprogramme, die erfüllen immer einen bestimmten Zweck und meist ist es ein Selbstschutzprogramm. Wir können aber aus dem alten Programm keine neuen Ergebnisse kreieren, weil wir dann in dem alten Mangelprogramm hängen. Wir können diese Programme lösen, indem wir dem neugierig begegnen, und neue Fragen stellen vor allen Dingen. Es hilft nichts, diesen negativen Stimmen mit so krassem Widerstand zu begegnen, dann werden die immer nur größer. Ich nenne das auch immer Riding the Dragon. Also wenn man sich vorstellt, dass der innere Kritiker wie so ein goldener Drache ist, der dich beschützen will. Und wenn du dann anfängst, mit dem zu diskutieren, dann wird der immer größer, weil er ja einen Auftrag hat, den er bis jetzt noch erfüllen muss. Aber wenn du quasi in Dialog gehst und mit Mitgefühl mit dem sprichst und sagst, ja klar, ich verstehe dich, das war mal wichtig, aber ich gehe konstruktiv darauf ein, gibt es tatsächlich noch jetzt realistische Lücken oder irgendetwas, was ich beachten muss? Häufig ist es nicht der Fall. Häufig sind das wirklich eher diese Programme, die Lücken sehen, wo keine sind. Und dann ist es wirklich die Frage, welchen Zweck hat dieser Selbstzweifel und welchen Gewinn hat es bis jetzt noch für dich, wenn du den Selbstzweifel über die Veränderung stellst? Und wo, an welcher Stelle vertraust du noch nicht mit den Konsequenzen, die sich zeigen könnten? Also Worst-Case-Szenario, wenn wirklich das Worst-Case-Szenario eintritt, an welchem Punkt vertraust du noch nicht, mit den Konsequenzen umgehen zu können und auch die Kraft zu haben, die Dinge zu meistern? Denn es ist meist so, du hast die Kraft, die Dinge zu meistern. Du kannst nicht alles kontrollieren, aber in dem Moment, in dem du sagst, ich vertraue in mich und gehe los, du kannst nicht alles kontrollieren, aber du hast die Kraft, die Dinge zu meistern. Und das vergessen wir manchmal. Und dann geht es darum, sich daran zu erinnern oder auch neugierig wieder zu fragen, warum vertraue ich mir nicht, damit umgehen zu können? Und wie kann ich das Vertrauen in mich stärken und das Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten stärken, dass ich alles habe, um die Dinge zu meistern? Lass nicht zu, dass deine Angst deinen Zielen im Weg steht.
Angst ist auch wieder so ein völlig normales menschliches Gefühl. Unsicherheit, Sorgen, Selbstzweifel. Der innere Kritiker, der sich zu Wort meldet, der wird jedes Mal, wenn wir etwas Neues tun, jedes Mal, wenn wir Veränderungen angehen, egal wie positiv die sind, wird sich die Stimme des inneren Kritikers melden. Und häufig interpretieren wir das als, oh no, dann ist wohl jetzt nicht der richtige Zeitpunkt oder ich habe noch irgendwas nicht bedacht. Und so oft ist es so, dass wir einen klaren Impuls haben, dem wir folgen wollen, und dann maskiert sich die Angst in Form von Logik. Und was wäre, wenn du die Stimme des inneren Kritikers reframest? Das bedeutet, der Stimme eine neue Bedeutung gibst, nämlich, oh, du bist wohl auf dem Weg zu etwas Mutigen und Wichtigen. Du hast wohl etwas sehr, sehr Wichtiges gerade vor. Es entscheidet nicht, ob wir die Stimme haben oder nicht haben, die Stimme der Angst, die Stimme des Selbstzweifels, sondern es ist immer die Frage, folgst du der Stimme des Selbstzweifels oder folgst du der Stimme des Herzens? Und gerade was Angst betrifft, gibt es einen klaren Weg daraus. Angst ist wie ein Scheinriese. Das bedeutet, je mehr du dich auf sie zubewegst, umso kleiner wird sie. Und Mut entwickelt sich nicht durch die Abwesenheit von Angst, sondern Mut entwickelt sich, wenn du in die Umsetzung kommst, obwohl du Selbstzweifel hast. Mut entwickelt sich, wenn du in die Umsetzung kommst, obwohl du Angst hast, wenn du handelst, obwohl du Zweifel hast. Und was du konkret tun kannst, wenn du zum Beispiel gerade ein Projekt hast, wo dich Selbstzweifel bis jetzt davon abgehalten haben, loszulegen, dann fang mit den ersten Schritten an, trotz der Selbstzweifel. Frag dich, was kann ich heute tun, trotz meiner Selbstzweifel? Wie kann ich anders mit dem aufkommenden Selbstzweifeln umgehen als bisher? Und wenn ich mich jetzt mal in die Person versetze, die das Ergebnis, das ich gerne haben möchte, schon erreicht hat, wie gehe ich dann mit Selbstzweifeln um? Und was ist der nächste Schritt? Dein Mindset wächst in dem Moment und auch dein Mut, und die Angst und der Selbstzweifel schrumpft in dem Moment, indem du in die Umsetzung kommst, trotz Selbstzweifel. Und das bedeutet nicht, so zu tun, als wenn die nicht da sind, sondern zu sagen, I can handle it with them. Frag dich, in welchem Bereich in deinem Leben schiebst du immer wieder etwas auf, und beginne heute damit, den ersten Schritt umzusetzen. Denn das setzt die Magie des Momentums frei. Es ist ja auch das Newtonsche Gesetz, wenn du einen Schritt dich bewegst, dann kommt da Bewegung rein. Deshalb ist es auch so wichtig, bei gewissen Dingen wirklich ein Commitment zu entwickeln, also sich wirklich zu verpflichten, loszugehen und weiterzugehen. Und wenn du zum Beispiel eine regelmäßige Sportpraxis hast, dann kennst du das auch. Ich kenne das so vom Yoga, beim Ashtanga-Yoga, was ich ja viele Jahre praktiziert habe, immer noch, nicht mehr so viel, aber immer noch. Es geht nie darum, was dein Kopf sagt, sondern du bist einfach, also du praktizierst die Hingabe, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Und das muss gar nicht hart sein oder ne, das muss jetzt gar nicht so strikt, ich folge jetzt dem Plan. Aber das kann mit voller Liebe sein. Ich folge dem Plan und ich mache es und ich lasse mich nicht abhalten von den Gefühlswellen, die auf dem Weg auftauchen. Wir haben etwas, das nennt man Inner Knowing, ein inneres Wissen, das genau weiß, ist es die Wahrheit oder ist es ein Programm? Das ist wie so ein innerer Bullshit-Detektor, den wir haben, der ganz genau weiß, nee, du erzählst dir gerade, wirklich bist auf der falschen Frequenz unterwegs, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht deine Wahrheit. Und dann umzuschalten, es ist ja der, einer meiner Lehrer beim Yoga, der hat immer gesagt, Swami Brahmananda, glaube ich, hieß der, ich müsste mal selber nachgucken, wie der heißt, aber so, ne? Aber der war wirklich ein
weiser Mensch und der hat immer gesagt, wir sind wie Radiosender und wir haben es in der Hand, den Sender auf die richtige Frequenz zu schalten, die quasi unserem Plan entspricht. Ja? Und wir wissen das. Wir wissen ganz genau, wenn wir auf einem anderen Sender unterwegs sind, der nicht unserem besten Wohl entspricht. Wir wissen, wenn wir nicht unsere höchste Wahrheit leben. Das fühlt sich nicht in Alignment an. Das fühlt sich nicht an, dass wir in unserer Kraft sind. Das fühlt sich nicht so an, dass wir im Einklang sind. Das fühlt sich nicht so an, dass wir in unserer Power sind. Ja, das fühlt sich an, als wenn wir auf dem falschen Programm unterwegs sind. Als wenn der Sender nicht mit dem übereinstimmt, wo wir eigentlich hingehören. Und dann ist es wirklich, geht es wirklich darum, zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Identität, ich habe dieses alte Schutzprogramm übernommen. Das heißt, ich bin auf einem anderen Sender unterwegs und jetzt schalte ich um. Jetzt gehe ich auf die andere Frequenz. Jetzt strecke ich die Antennen nochmal in eine andere Richtung und ich glaube das, was ich tief in mir weiß. Und da sind die Selbstzweifel auf der Frequenz von dem Inner Knowing Sender, sind die noch da, aber die haben keinen Einfluss mehr auf das Programm. Das ist wie so alte, ich stelle mir das gerade so vor, wie so, ja, ich bin in so einem Radiosender und ich wähle mir die Musik aus, die auf meinem Sender spielt und da liegen noch so ein paar alte CDs, die, ne, weiß ich auch, was da drauf ist, aber ich spiele sie nicht mehr bewusst ab. Ich bleibe auf meinem Sender. Ich bleibe in meiner Kraft. Ich sehe die noch. Ich höre die manchmal noch. Aber die sind nicht mehr Teil von meinem Programm. Immer wenn wir neue Ergebnisse erzielen wollen, bedeutet das, dass wir das Alte verändern müssen. Und das ist ja was so Positives. Weil es bedeutet, dass du mehr in deine Kraft kommst, in deine originale Kraft, die mehr mit deinem Wissen, deinem inneren Wissen verbunden ist. Und wenn es unbequem wird, ist aber das Resultat so wertvoll, dass es okay ist. Und darin liegt die persönliche Power, die wir oft so tief in uns spüren in Form dieses Inner Knowings. Wir spüren, da ist noch eine andere Frequenz, die nach oben will. Und die wird mit jedem Schritt mehr und mehr freigelegt. Also, ich hoffe, ich habe dich inspiriert, die Selbstzweifel genauer anzugucken, zu gucken, was für ein Programm darunter liegt. Ist es wirklich im Hier und Jetzt noch dienlich? Bin ich bereit, dem Inner Knowing zu folgen, den Schalter umzulegen, mehr in die Umsetzung zu kommen und ein neues Programm zu installieren? Schritt für Schritt und dadurch ein unerschütterliches Momentum zu entwickeln und auch zu erkennen, was die Selbstzweifel ursprünglich eigentlich mal von dir wollten und ob das eigentlich noch up to date ist. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast positiv bewertest, hier auf Apple oder Spotify. Damit unterstützt du die Reichweite und das freut mich dann natürlich sehr. Wenn du Fragen hast oder dir bestimmte Gedanken gekommen sind, teile sie gern mit mir auf Instagram oder auch auf dem Blog heikedittmers.com und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge.